Wenn du zwar perfekt auf deinen Vortrag vorbereitet bist, deine Präsentation aber miserabel gestaltet wurde, so wird sie wohl kaum ihren Zweck erfüllen. Zwar ist die Gestaltung immer auch Geschmackssache, dennoch gibt es ein paar Grundregeln, die du beachten solltest. In der Lerneinheit zur Gestaltung hast du zuerst ein paar theoretische Grundlagen, einerseits zum Vorgehen, vor allem aber auch zur Gestaltung. Die kannst du durchspielen. Es wird dir da die KKK-Regel näher gebracht. Wenn du auf den einen Begriff klickst, so kannst du dir ein Beispiel anschauen, wie es eben schlecht gemacht ist, wie man es besser machen könnte. Und hier steht auch noch die Grundregel, die es zu beachten gibt. Nachdem du diese Theorieeinheit durchgespielt hast, kannst du die Materialien herunterladen. Ich habe das nun schon gemacht und die habe ich entpackt und auf den Desktop gelegt. Hier hast du eine miserabel gestaltete Präsentation und deine Aufgabe ist es, dir zu überlegen, was du da ändern könntest. Mach dir dazu Notizen. Das kannst du auf Papier machen, aber auch in elektronischer Form. Hier im Reiter überprüfen kannst du zum Beispiel, wenn du zu diesem Titel eine Änderungsidee hast, einen Kommentar verfassen. Diese Notizen zeigst du dann deiner Lehrperson, bevor du dich dann an die Überarbeitung dieser Präsentation machst, in der du natürlich dann diese Gestaltungsregeln berücksichtigst. Diese Kommentarfunktion ist natürlich praktisch, wenn du mit anderen Personen zusammenarbeitest. So kannst du Änderungsvorschläge hinterlassen, ohne direkt die Präsentation deiner Kollegin oder deines Kollegen zu ändern. Es erscheinen da einfach diese Sprechblasen, über die man diese Kommentare einblenden lassen kann. Und hier kannst du auch auf einen Kommentar noch reagieren.